Leute, heute geht es um zwei Themen. Ich weiß nur um zwei, aber dafür lade ich auch heute Dienstag was hoch, ne? Es kommt aber noch Freitag und Samstag. Aber das sind zwei Themen, die, finde ich, wichtig sind. Die wichtig sind, damit mal auch mal Leute aufgeklärt werden. Let's go. So, Leute, das erste Thema ist: Jessie Blugray macht Sport. Und das ist ja erstmal nichts Schlimmes, aber irgendwie habe ich mitbekommen, habe ich so mitbekommen, also ich habe die Videos ja selber mir angeschaut, dass sie so ein bisschen ihren Körper nicht mag oder so. Aber das und me vieles mehr sehen wir jetzt, wenn wir reinschauen. Ich mache Sport. Ich bin noch nicht bereit. Es gibt nicht mal eine Werbung, in der man Pause machen kann. Ich habe solche Muskeln gar nicht. Ich breche ab. Oh, 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 oh. Sieht mein Po groß aus? Faust. Und da ist der Punkt, wo ich mir gedacht habe, Jesse, lieb deinen Körper so, wie er ist. Warum das Ganze? Warum dieser Zweifel an einem selber? Das verstehe ich nicht. Faust, ich mache kurz Pause. Sie so High Five? Sie sieht einfach immer noch perfekt aus. So, hä? Ich so. Mädels, wir ziehen zusammen durch. Ich mache. Ab nach Insta. Ich kann nicht mehr. Hau ab. Zeit für eine fette Dusche. Ah! Die habe ich alle schon aufgegessen. Das ist doch auch gesund. Ich habe keine Lust, ein Messer zu holen, deshalb perfekt. Ich kann nicht mehr. Hau. Ich gehe jetzt duschen. Alle sagen immer, Sport tut gut, aber ich fühle mich, als würde ich überfahren. Ich kann nicht mehr laufen, meine Beine tun so weh. Ich habe auch einen neuen Pickel. Das ist bestimmt so. Wenn du keinen Sport machen willst, dann mach keinen Sport. Wenn du Sport machen willst, ja, mach Sport. Aber auch nur, wenn du das wirklich für dich selber willst und nicht, wenn andere sagen, du siehst scheiße aus oder sonst irgendwas. Das ist das, und das ist die Message, die ich mit diesen Newsbeitrag bei TikTok News Das ist Pickel vom ganzen Sport. Wir machen jetzt so ein Fitness-Frühstück. Schmeckt nach Fitness. Alle sagen immer, Sport tut gut, aber ich fühle mich, als würde ich überfahren. Ich kann nicht mehr laufen, meine Beine tun so weh. Leute, das Video hat gehangen. Ich muss neu starten. Ich habe auch einen neuen Pickel. Das ist bestimmt so. Ich muss nochmal neu starten, weil ich nicht so gutes WLAN gerade habe. Das ist Pickel vom ganzen Sport. Wir machen jetzt so ein Fitness-Frühstück. Schmeckt nach Fitness. Da das jetzt hängt. Restaurant, da kommt das Essen von der Decke in so einem Looping. Die Zukunft sagt Hallihallo, mein Lieben. Ich weiß, ich sag so, ich mache Fitness. Richtig. Ich zieh durch, aber es wird sich. Das, was die jetzt sagt, ist richtig. Einen fetten Käsekuchen gegönnt. Früher, wo ich auch so ein bisschen Probleme mit meiner Essstörung hatte, weil ich immer so nie Süßigkeiten, nie was Ungesundes, ist alles schlecht, schlecht, schlecht. Aber jetzt denke ich mir so, gönn dir, Schwester. Wenn man Lust hat auf was Süßes, gönnt euch. Man lebt nur einmal, isst den Nachtisch zuerst. Wenn ihr das gerade seht, geht in die Küche. Mädels, jetzt wird sich fett gegönnt. In so einem coolen Restaurant, da kommt das Essen von der Decke in so einem Looping. Die Zukunft sagt Hallihallo. Genau das ist der Punkt. Nehmt euch Snacks, macht euch einen schönen Abend und das hat sie auch am Ende gesagt. Ich verlinke auch von beiden News Leuten, die jetzt hier drin sind, den die Kanäle. Alles gut. So, und mit der Message: Esst das, was ihr wollt, natürlich, ne? Wir leben nur einmal. Und da diese Message nehmen wir jetzt mit rein ins nächste Video. Ins nächste Video und in den nächsten Newsbeitrag. Let's go. Fazit ist jetzt davon, Leute, vor allem die Mädels da draußen, auch Jungs, auch Jungs. Ja, ich muss kurz, ja. Liebt euch so, wie ihr seid und ändert euch nicht für andere Menschen. Ich weiß, Jessie hat es gerade nicht gemacht, aber trotzdem ist mir das wichtig, das nochmal zu sagen. Denn als müsste ich wieder laufen lernen. Das bricht mir jetzt das Herz, dass ihr einander habt im Herz. Wie kann man etwas so ersetzen, als hätte es keinen Wert? Das ist denn als müsste. Ich dachte, dass heute ein guter Tag wird, denn meine ganze Familie.
Familie ist heute ins Musical gegangen. Das war nämlich das Geburtstagsgeschenk für meine Mama, dass wir als Familie ins Musical gehen. Dann hat meine Mutter noch Familienfotos gemacht mit Selbstauslöser. Das war mir etwas peinlich, aber wir haben jetzt schöne Familienfotos. Es waren einfach so viele Menschen in dem Musical. Dann hat es angefangen und in der Pause musste ich dann nach Hause gehen, weil ich hatte so einen Heulanfall, weil es mir zurzeit überhaupt nicht gut geht und ich konnte es überhaupt nicht mehr aushalten. Ich habe echt mein Bestes gegeben, aber es ging einfach nicht und ich wollte jetzt auch nicht das ganze Musical voll heulen. Jetzt bin ich nach Hause gefahren und Mama, es tut mir unglaublich leid, dass ich jetzt schon gehen musste. Ich wäre auch noch gern bis zum Ende geblieben, aber es ging einfach nicht. Und jetzt esse ich Schokolade. Ich dachte, ich das heute ein guter. Und hier wollte ich euch mitgeben, Leute. Man weiß jetzt nicht, man mutmaßelt jetzt aber nur, was da vorgefallen ist. Viele sagen, ja, das ist wegen ihrem Ex. Ich glaube, die haben sich getrennt, oder? Das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass sie so ein bisschen nebenbei mitbekommen, dass sie sich getrennt haben. Oder Juli sich viel eher von ihm getrennt hat. Es wird gemutmaßelt, dass es jetzt wegen ihm ist oder dass es wegen Influencern ist oder dass es wegen sonst was ist. Leute, ich wollte nur euch mitgeben. Ich mache zwar diese News-Beiträge, um euch auch aufzuklären, um meine Meinung dazu zu sagen. Aber Leute. Lasst denen, fragt gar nicht nach. Wenn die euch das erzählen wollen, dann sagen sie es schon. Bitte nicht mutmaßeln. Wenn so Themen offiziell sind und die das auch sagen, dann packe ich das ab jetzt noch meine News-Beiträge mit bei. Ich wollte euch hiermit sagen, dann mutmaßelt erst gar nicht. Lass sie machen und wenn sie euch das erzählen will, dann erzählt sie es euch, weil irgendwelche Gerüchte aufzustellen oder sonst irgendwas, das ist falsch, das macht man nicht. So, Leute. Bei dem letzten News-Beitrag wollte ich euch nur noch mal mit auf den Weg geben. Ich weiß, es machen nicht viele, aber es machen schon noch ein paar. Es stellen schon viele Gerüchte auf, die gar keine Hand und Fuß haben. Wenn die Influencer euch das sagen, dann sagen sie euch es selber. Aber stellt bitte keine Gerüchte auf. Und dafür wollte ich diesen News-Beitrag noch benutzen. Auch noch benutzen, damit ich euch sagen kann, stellt keine Gerüchte auf. Lasst die Influencer machen und wenn sie selber sagen wollen, dann sagen sie euch das. Auch, ich sag nicht, dass ich es für gut heiße, dass man trotzdem dann filmt, ne? So Leute, das war's jetzt hier von mir und meinem Video. Bis zum nächsten Mal und schau, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, gebt einen Daumen nach oben, schreibt nette Kommentare. Abonnieren, ganz, ganz wichtig. Ich stehe kurz vor den 60 Abonnenten. Vielleicht habe ich sie auch schon geknackt, wenn ich das Video hochlade. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.